Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1970. Es geht weiter bei Ace Attorney Trilogy HD. Nach einem schönen Abend warten wir alle auf die Eröffnung der Ausstellung. Es war wundervoll, Frau Andrews so glücklich zu sein. Aber keiner von uns hatte geahnt, dass am nächsten Tag etwas derart Schreckliches passieren würde. Was für dieses Game eigentlich normal ist. 12. Oktober, 10 Uhr 9, Anwaltskanzlei, Wright & Partner. Nick, das ist ja schrecklich! Was zum? Du putzt schon wieder die Toilette? Ich wusste gar nicht, dass du so einen Toilettenfimmel hast. Lass mich in Ruhe, okay? Mein Hirn hat gerade zum 5. Mal auf Schlummern geschaltet. Ich schalte mal den Fernseher ein. Gerade sind die neuesten Meldungen zu einem aktuellen Schatzraub eingegangen. Basierend auf Hinweisen von Tatort äußerten die Behörden die Vermutung, dass dies das Werk des berüchtigten Diebesphantom Mask the Mask wäre. Mask? Die Maske? Laut eines Sprechers bekam Lolly Taylor von einigen Tagen einen Drohbrief. Das ist der 5. Raub des Diebesphantom, der es auf eine seltene Schätze abgesehen hat. Lolly Taylor? Nun, Nick, was wirst du unternehmen? Wag es bloß, dich schon wieder in die Toilette zu schrubben. Schatz, Lolly Taylor, du meinst doch nicht etwa... Ja, steh auf, Nick. Er wurde gestohlen von Mask, die Mask. Unser wertvollster Schatz. Die heilige Urne von Korain wurde gestohlen. Was? Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Oder so. So, ich mache eine Sache mal eben gleich weiter. Dann haben wir das auch. Ruhe. Weil die Migration mit Discord ist, was so ein paar Nachrichten angeht, ein bisschen nervig. Aber das ist jetzt gleich weg. Dann können wir auch ganz normal starten. Und wer das hier als Podcast sich anhört, der kriegt dann eben auch hin. So. So, ich glaube noch einen, dann haben wir es. Gut. Jetzt kann es losgehen. So. Frisch bitte mein Gedächtnis etwas auf. Was ist das für eine heilige Urne? Das ist nur der wichtigste Schatz von Korain, nichts weiter. Sieh mal, sie ist hier auf dem Poster zu sehen. Weißt du denn nicht mehr, was da drin ist? Die Urne enthält eine sehr wichtige Seele. Die Seele der mystischen Amy Faye, der Begründerin der Korainer Beschwörungstechnik. Stimmt's, Pearly? Oh, ja, das stimmt. Moment mal. Ich dachte, auf der Urne steht der Name Amy. Jetzt steht da I am. Hast du eine Ahnung, wie das passiert ist, Pearly? Nun... Es gibt da Dinge, die sollte man auf sich beruhen lassen. Nicht wahr, Herr Nick? Das stimmt. Vor einem Jahr gab es einen Mord in Mayas Heimatort Korain. Die heilige Urne. Sie war damals ein wichtiger Hinweis in jedem Fall. Es ist schön, dass wir schon eine Gerichtsakte haben. Okay, die Toilette glänzt jetzt mehr als der Kopf des Richters. Und jetzt? Was ist denn nun mit dir los, Nick? Was meinst du? Was meinst du mit... Hey, Nick! Der Schatz ihrer geliebten mystischen Maya ist geraubt worden. Macht Ihnen das gar nichts aus? Aber ich dachte, die Urne wäre der Schatz von Korain. Darum verstehe ich nicht. Korain ist die mystische Maya. Sie wird bald Meisterin der Korainer Beschwörungsschule. Sie wissen genau, worum es geht, Herr Nick. Sagen Sie nicht, Sie wissen es nicht. Okay, okay, okay. Ich weiß schon. Und was soll ich jetzt dagegen unternehmen? Ist das nicht offensichtlich? Finden Sie den Bösewicht, der das getan hat. Ja, und bringen die heilige Urne zurück. Aber ich bin doch kein Detektiv. Ich bin Anwalt. Das hat doch damit nichts zu tun. Wenn Sie ein echter Gentleman sind, tun Sie es für Ihre geliebte mystische Maya. Mann, gegen Pearls märchenhaftes Bild von Liebe komme ich nie an. Wie heißt dieser Bösewicht gleich wieder? Mask the Mask, Nick. Merkst du endlich? Mask the Mask. Ach, es war schrecklich. Ich wurde festgenommen mit allem, was dazugehört. Erzählt sie jetzt das, was passiert ist? Meanwhile.
Vor einem Jahr, der Mord in Kurein. Ein Mann wurde während einer von Mayas Geisterbeschwörungen ermordet. Und diese Urne entpuppte sich als entscheidender Beweis ihrer Unschuld. Herr Nick, würde es Ihnen was ausmachen, der mystischen Maya nichts davon zu erzählen? Sie haben es versprochen. Sie wollten niemandem sagen, dass ich die Urne zerstört habe. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Auf dieser Urne stand eigentlich Amy. Bis Pearl sie versehentlich in 1000 Stücke zerspringen ließ. Sie hat versucht, sie heimlich zu reparieren. Tja, es blieb beim Versuch. Tut mir leid, Kunst und Werken sind nicht meine Stärken. Rechtschreibung auch nicht. Wie auch immer, das ist das Ergebnis ihrer Kleberei. Sie hat die Scherben falsch zusammengesetzt. Jetzt steht da Amy eben I am drauf. Ich kann es nicht fassen, dass das erst jetzt nach einem ganzen Jahr bemerkt wurde. Ich kann es selber kaum glauben. Ja. Tja, dann wollen wir doch mal. Oktober, Lordly Taylor, Hauptausstellungshalle. Gut, mal sehen, ob wir hier ein paar Hinweise finden, die uns zum Bösewicht führen. Aber es sieht so aus, als wäre alles in Ordnung. Ja, sieht eigentlich genauso aus wie am gestern Abend. Bösewicht, ha? Hey, hören Sie auf, hier rumzustimmen, Junge. Moment mal, diese Stimme, oh nein, nicht der schon wieder. Du bist es. Eigentlich müsste ich nicht schon wieder sagen. Warum musst du halt da auftauchen, wo etwas Übles passiert, Junge? Das sollte ich Sie fragen. Ist denn sonst niemand von der Polizei hier? Nein, ich sollte dich fragen. Warum hängst du denn hier rum? Hey, ich habe zuerst gefragt. Warum sind Sie über... Gut, gut, wir haben's kapiert. Warum vertragt ihr euch bei endlich nicht wieder? Hallo? Ist schon eine Weile her, Herr Gammelinspektor. Du bist es, Kleine. Eigentlich heiße ich Gamschuh, Inspektor Dick Gamschuh. Das ist die Gelegenheit für dich, es dir zu merken. Und wenn dir der Name zu lang ist, kannst du ihn auch einfach Dick nennen. Okay, schön, Sie wiederzusehen, Herr Inspektor Dick. ja, ich find's auch schön. Herr Inspektor Dick, können Sie uns sagen, was passiert ist? Oh, du versuchst dir meinen Namen zu merken. Aber ich heiße Gamschuh, okay? Jedenfalls hat der Dieb die sogenannte heilige Urne gestohlen. Das weiß ich schon. Oh, nun, der Täter heißt Mask the Mask. Das weiß ich auch schon. Inspektor, können Sie uns noch etwas anderes sagen? Nun. Ich schätze, ich schulde euch was, irgendwie. Das Verbrechen ereignet sich gegen 1.30 Uhr nachts. Woher wissen Sie das so genau? Wir haben einen Notruf von einer der Wachen am Tatort bekommen, Junge. Der Mann sagte, die Urne wurde gerade gestohlen. Am Tatort? Sie meinen hier, oder? Falsch. Die Urne wurde im Kellerlager sorgfältig unter Verschluss gehalten. Kellerlager? Und wer hat das Kellerlager bewacht? Dieser Kerl. Er ist alleine seine Schuld, dass er der Dieb entkommen konnte, Junge. Er löst einen Fall und schon hält er sich für einen Meisterdetektiv. Meisterdetektiv? Hey, Inspektor Gamschuh, was diesen Mask the Mask angeht, ist er bekannt? Was? Machst du Witze, Nick? Mask the Mask ist das schärfste seit japanischen Küchenmessern. Manchmal ist er ein Wachmann im Museum. Manchmal ist er ein großer Braunbär, der ahnungslose Opfer erschreckt. Aber hinter diesen Verkleidungen steckt der wahre Mask the Mask. Er ist also eine Art Meister der Verkleidung, ha? Huh? Und er interessiert sich nur für die größten Kunstwerke. Das gestern war sein fünfter Raub. Hätte Lordy Taylor kooperiert, dann hätte ich ihn diesmal erwischt. Was? Dann wussten Sie, dass er vorhatte, die heilige Urne zu stehlen? Aber natürlich. Der Kerl schickt immer seine Visitenkarte, bevor er etwas stiehlt. Visitenkarte, ha? Huh? Das haben die im Fernsehen auch gesagt. Und warum nennen Sie ihn Meisterdetektiv? Weil er sich selbst so nennt, Junge. Habe ich mir nie ausgedacht. Und? Wie ist der so? Nun, wie ich schon sagte, Mask Mask hat bereits 5-mal zugeschlagen. Beim 4. Mal gelang es Herrn Meisterdetektiv, das Diebesgut zurückzuholen. Wow,
Wie beeindruckend. Ganz alleine? Ja, ich muss schon zugeben. Vielleicht ist er tatsächlich so gut, wie er behauptet. Jedes Mal, wenn der Dieb eine seiner Visitenkarten schickt, schicken wir unsere Männer. Aber keiner von uns hat ihn je zu Gesicht bekommen. Aber der Meisterdetektiv hat den gestohlenen Schatz zurückgeholt? Jedenfalls sieht er sich gerade am Tatort nach Hinweisen um. Dann ist er also auch unten im Kellerlager, huh? Was ist denn das für eine Visitenkarte? Hier ist sie. Aber niemand zeigen. Die ist streng geheim, klar? Was hat dieses Zeichen auf der Vorderseite zu bedeuten? Das ist Mars Emblem, Junge. Es ist sozusagen sein Zeichen. Es prangt auf allen seinen Visitenkarten. Das haben Sie auch schon in den Nachrichten. Das haben Sie in den Nachrichten nicht erwähnt. Wir haben dieses Detail aus Ermittlungsgründen geheim gehalten. Anhand dieses Emblems können wir echte und unechte Visitenkarten unterscheiden. Das ist logisch. Wenn man berühmt wird, gibt es überall Nachmacher. Herr Nick, wenn Sie noch etwas härter arbeiten, haben Sie bald Ihre eigenen Nachmacher. Danke, schätze ich. So. Dann gehen wir noch ins Kinderlager. 12. Oktober, Lolly Taylor, Kellerlager. Wie oft wir auch herkommen, hier läuft immer noch ein Schauer über den Rücken. Das liegt bestimmt an der Klimaanlage. Sie schützt die Kunstschätze. Verstehst du? Weißt du? Achso, da ist der, genau, stimmt, jetzt kommt der Trottel. Willkommen zu meinem kleinen privaten Bankett des Chaos. Hä? Was soll das denn heißen? Ja, an den kann ich mich noch erinnern. Leider ist mein Angebot gerade etwas dürftig, aber bitte, fühlen Sie sich wie zu Hause. Wer sind Sie eigentlich? Ruhe. Jetzt verstehe ich. Jetzt wird mir alles klar. Was verstehen Sie? Zwari! Ist das eine richtige Sprache, Zwari? Okay. Die Wahrheit hat sich mir mal wieder elegant offenbart. Ein Anwalt und ein Medium. Beide keine Meister ihres Fachs. Nicht wahr? Das ist ja unheimlich. Wie können Sie das wissen? Wie, fragen Sie? Ein Skeptiker würde sagen, wie heißt eigentlich warum? Ich reise durch Raum und Zeit und bade in Träumen. Wovon redet er? Ich verstehe nur Bahnhof. Aber lassen Sie mich zunächst einmal das tun, wie es einem Gentleman geziemt. Und mich vorstellen. Ich heiße Edmi. Luke Edmi. Meisterdetektiv. Hi? Lass dich nicht einschüchtern, Nick. Zeig ihm, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich heiße Wright. Phoenix Wright. Meisteranwalt. Ich bin Maya Fey. Meistermedium. Und ich, Pearl Fey. Ich bin die Cousine der mystischen Maya. Meisterlehrling. Exzellent. Wollen wir mit unserem kleinen Spiel beginnen? Spiel? Warum habe ich das Gefühl, dass der Kerl nicht alle Tassen im Schrank hat? Das machen wir gleich nach dem Cut. Bis gleich.